Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten, hattet ein paar schöne, entspannte Tage. Ja, Wetter war ja leider sehr bescheiden, hier in Rheinland-Pfalz zumindest. Ja, aber heute hat es mal aufgehört zu regnen und ich dachte, ich nutze mal die Regenpause und besuche heute den neuen Windpark Langenbach hier bei mir zu Hause in Rheinland-Pfalz. Ja, hier werden zwei G-Anlagen gebaut, zweimal G-Cypress 5.5 158. Eines bereits fertig, 119 Meter Stahlturm. Haben sie, glaube ich, vor Weihnachten schon errichtet. Sieht immer wieder krass aus, so eine fette Anlage auf so einem kleinen Turm. Projektentwickler ist Procon. Haben zum Glück auch schon das neuere Gondeldesign. Sehr, sehr stürmisch heute. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Anlage Trudel auch schon so ein bisschen vor sich hin. Ja, und die zweite Anlage steht dann da hinterm Wald. Man sieht es jetzt nicht so gut. Da laufe ich gleich nochmal hin. Da sieht man so ein bisschen den roten Ring. Die bekommt dann einen 161 Meter Turm. Also zwei unterschiedliche Namenhöhen. Hier ist auch so ein kleinerer Flugplatz in der Nähe. Ich denke mal, dass das ein Grund war, warum die Anlage hier ein bisschen kleiner ist. Kann auch Schallgründe haben. Der nächste Ort ist hier relativ nah. Naja, aber trotzdem cool, dass sie es hier umsetzen konnten. Hier im benachbarten Windpark. Ich gehört, dass da ein Repowering nicht möglich ist wegen dem Flugplatz hier. Naja. Richtig fett. Fand ich bei der E160 schon so geil. Mit dem 120 Meter Turm. Das hier ist ähnlich. Richtig fett sieht es aus. Ja, G geht es ja leider gerade nicht so gut. Ich habe auch einige Stellen in Deutschland gestrichen. Aber die G-Cypress ist, glaube ich, so ihr Workhorse. Die Anlage geht schon ganz gut in Deutschland. Naja, ich werde jetzt versuchen, mal noch ein bisschen näher ranzukommen. Und laufe auch noch zur anderen Anlage hin. So, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von der kleineren G. Das sieht schon echt geil aus. Dieser Riesenrotor auf dem kleinen Turm. Gefällt mir gut. Ja, wird seine Gründe gehabt haben. Also entweder Schall oder sie war zu hoch wegen diesem Flugplatz da in Langenbach. Trudel auch schon so ein bisschen. Hört auch die Blätter schon so schön pfeifen, sich drehen. Kommt doch tatsächlich mal blauer Himmel raus. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja, mit 40 Meter mehr hätten wir natürlich noch mehr Ertrag rausholen können. In den 160 Metern. Naja, besser eine Anlage als keine. Hat auch ein bisschen komischen Standort hier. Also liegt so am Unterhang dieses Hügels hier. Und hier musste man super viel auftragen, dass man sie hier errichten konnte. Hier ist alles aufgeschüttet, also die liegt so ein bisschen im Tal, ein komischer Standort, aber so ist es halt manchmal, wenn man halt dieses Grundstück hier gesichert hat, das oben auf dem Berg halt nicht, da muss man sie halt hier bauen. Deshalb wäre es cool gewesen, wenn man sie doch auf 160 Meter hätte bauen können. Naja. Hier hätten wir nochmal einen schönen Blick. Da hinten ist der Windpark Schellweiler, da stehen zwei E015, die auch abgeriegelt laufen heute. Etwas stürmisch ist. Und ich
glaube, hier sieht man sogar die E138 in Jettenbach. Jupp, da steht sie. Mit den V80 davor. Ich habe auch schon mal ein paar Videos gemacht vom Aufbau. 2020 war das. Da stehen auch noch Anlagen. Das ist dann schon Windpark Bedesbach mit V136 und V126. Hinten dran Windpark Welschweiler. Und das hier ist Padersbach. E82 und E115. Da hinten stehen auch ein paar Anlagen. Das ist Windpark Konken, der benachbarte Windpark. Da stehen V52. Halte ich nachher vielleicht auch mal noch an. Aber es ist verdammt kalt. Hätte ich nicht gedacht. Das sind ja eigentlich zweistellige Temperaturen, aber der Wind macht es ganz schön kalt heute. Ja, bin ich mal gespannt, wie lange sie brauchen für die Inbetriebnahme. Hoffentlich dauert es nicht so lange wie bei Nordex. Habe ich jetzt nicht so viel Erfahrungswerte, wie lange die brauchen. Naja, ich werde es sehen, wenn ich hier in der Region unterwegs bin, zu Hause, wenn sie dann läuft. Ja, ich werde jetzt mal noch zu der anderen G laufen. So, ich stehe jetzt hier bei der anderen G, der großen, mit 161 Metern. Ja, Max-Bögel-Turm steht. Komponenten sind alle da. Da sieht man nochmal schön die Blattteilung. Beim ersten roten Streifen sind sie geteilt. Und da liegen dann die Blattspitzen. Turmteile sind auch da. Maschinenhaus liegt hier hinten. Und Narbe. Da hinten ist dann nochmal die kleine G in Anführungszeichen. Ja, Kran ist fertig zusammengebaut. Ich nehme an, dass es hier dann im neuen Jahr weitergeht, wenn der Sturm sich etwas gelegt hat. Ja, das hier wird dann die große Anlage. Ich glaube, das ist ja aus Schallgründen, denke ich. Weiß jetzt nicht, ob es im Flughafen unbedingt was zu tun hat. Ich denke, es sind eher Schallgründe. Guck mal, ob ich jetzt noch ein bisschen näher rankomme. So, jetzt bin ich hier mal ein bisschen näher dran. Hier sieht man jetzt nochmal schön die Gondel. Da steht es drauf, Procon, der Projektierer. Im Vergleich zur ersten Cypress-Gondel wesentlich schlanker, schlichter, aber trotzdem immer noch ein Riesending. Weiß jetzt gar nicht die Abmessungen. Kann gut sein, dass die E-Gondel oder die Maschinenhäuser von Vestas, dass die sogar noch ein Stück länger sind. Aber gefällt mir wesentlich besser. Hier ist der Triebstrang. Da hinten sind die Blätter und die Narbe. Da der Turm. Ja, der Turm ist ja keine Neuigkeit mehr. Den sieht man jetzt so oft. Den haben jetzt echt alle Anlagen. Und da ist die andere Anlage nochmal. Ja, bin mal gespannt, wann die in Betrieb geht, wie lange das dauern wird. Ja, und den Aufbau der Anlage hier, ich werde ja sehen, wenn sie dann fertig ist. Ich bin ja öfters hier in der Heimat. Dann werde ich sehen, wenn sie fertig ist. Aber ich denke, dass es im neuen Jahr hier weitergehen wird. Ja, zum Abschluss habe ich jetzt hier nochmal im Windpark Konken, dem benachbarten Windpark, angehalten. Hier stehen Vestas V52.
4 Stück. Auch schon einige Jahre auf dem Buckel, auch schon 20 Jahre alt. Laufen aber noch sehr gut. Bei dem Wind heute geben die richtig Gas. Man sieht ihn in der Alte allerdings auch schon an. Also sie haben auch schon mächtig Belag auf den Rotorblättern. Hier bei der Anlage sieht man es gut. Schon richtig schwarz, die Blätter. Ja, Nabenhöhe sind, glaube ich, so 70 Meter. Leistung sind, glaube ich, 850 kW, wenn ich mich nicht täusche. Ich stehe hier auch gerade unter einer. Die ist richtig laut heute. Die gibt richtig Gas bei dem Wetter. Ja, Repowering wird hier schwierig, habe ich mal gehört, weil die noch mal ein Stück näher an dem Flugplatz Langenbach sind. Glaubt man nicht, wie viele Windparks wegen Beschränkungen in der im Luftverkehr nicht genehmigt werden können. Und das hier ist so ein Mini-Flugplatz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Anlagen den Flugbetrieb hier wesentlich beeinträchtigen würden. Aber da muss man echt noch was machen in der Gesetzgebung, dass mehr Anlagen gebaut werden können, weil das ist ein echtes Problem. Fallen viele Flächen weg wegen Schutzbereichen von so Flughäfen. Ja, hier ist noch der benachbarte Windpark Warnwegen. Da stehen V90 drei Stück. Da ist auch noch mal eine V52. Ja, und von hier aus hat man einen sehr schönen Blick in meine Heimat, das Kuseler Land. Da stehen auch noch mal einige Anlagen. Hinten ist das der Windpark Padersbach, stehen V80 und eine E115. Hinten dran, das müsste schon Windpark Bedesbach sein, mit V126. Den Windpark Freisener Höhe. Habe ich auch schon mal gezeigt. Eckersweiler. Da stehen die R90 auf Gittermast. E82. E101. V90. V126. Wollte ich später auch noch vorbeischauen. Ja, hier sieht man jetzt nochmal schön die G. Die 119er. Hinterm Wald guckt dann der Turm der 160er hervor. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie die 119er hier noch hinstellen konnten, dass es noch gereicht hat mit dem Abstand zum Flughafen. Flugplatz, Flughafen ist übertrieben. Aber dass es hier ein Repowering schwierig wird. Da stehen auch nochmal Anlagen. Noch eine E66, die ganz hell blinkt. Und hinten dran ist Windpark Haupersweiler. Stehen N90. Und hier drüben ist ein Windpark. Da stehen auch ein paar Raritäten. Da stehen Frisia F52, vier Stück. Stehen jetzt leider alle. Da gucken wir jetzt ins Saarland hier rüber. Ist auch nochmal ein Windpark mit, ich glaube, V126. Ganz schön kalt heute. Mann, Mann, Mann. Ja, ich werde mich dann verabschieden an der Stelle. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, falls wir uns nicht mehr sehen oder hören, wünsche ich allen schon mal ein frohes neues Jahr. Und ja,
bin selbst mal gespannt, was im neuen Jahr noch so für Videos kommen, wo ich überall hinfahren werde. Ihr werdet es dann sehen. Ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ja, dann macht's gut, halt die Ohren steif und wir sehen uns im nächsten Video, sehr wahrscheinlich dann im neuen Jahr.